Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr dazu entscheiden solltet. Und ja, wir laufen jetzt immer noch zum Camp. Ne, das ist nicht das Camp. Das sieht nur so aus. Das ist nämlich der Leuchtturm, zu dem wir noch hin mussten für die eine Quest. Wir machen jetzt die nächsten Quests quasi fertig. Ich glaube, das waren die Abenteurer, ne? Da haben wir schon einen Sasquatch für den gemacht. Jetzt machen wir den Leuchtturm. Mal gucken, wie viele von den Aufgaben die haben. Und wie weit die auseinander sind. Mir fällt gerade echt auf, wie hässlich Screenspace Reflections eigentlich sind. Was für ein VOD meinst du, G. Simpson? Auf YouTube das oder meinst du das hier auf Twitch? Ein Kreischen im Wind. Ich hörte es, mein Weib hörte es. Es ist wahr, keine Einbildung. Ich täte es. Jawohl. Unsinn. Zeig mir das Geld und ich schlafe in dem verwunschenen Leuchtturm. Aber nur für eine Nacht. Mit dem Fußsprung kann ich ja nicht interagieren. Ja, das ist ja so der Plan, ne? Streamer und das werden als VODs auf YouTube natürlich in dem YouTube passenden Format. Deswegen ja immer An- und Abmoderation. Ist halt für YouTube ein passenderes Format so. Ich betrat den Leuchtturm und er war verlassen. In dem ganzen Gerümpel, der von den früheren Einwohnern zurückgelassen wurde, fand ich nur eine Vogelscheuche. Es gibt dort keine Gespenster, jedenfalls keine, von denen man sich fürchten muss. Natürlich ist wieder ein Abenteuer-Camp. Zwei Stück sogar. Ach, drei. Was soll das denn jetzt auf einmal? Spiel! Ich will dort Grenzland doch jetzt mal langsam fertig machen. Ich bin doch fast durch hier. Okay, ein paar Federn fehlen mir hier und da, aber das ist ja auch wurscht. Die kriegen wir schon noch irgendwann. Mm-hmm.
Ach ja. Habe ich beides gespielt. The Forest habe ich sogar gemoddet. Da wurde es sogar damals von Gronkh erwähnt. Weil ich das Heft ganz gerettet habe. Ich fand Sons of the Forest aber richtig schlecht. Ah, das war schon nicht gut, das Spiel. Mal gucken, wie es ist, wenn es released wird. Dann werden wir wohl noch mal reinschauen. Ich hoffe zumindest, dass der Home Tanks dann Zeit hat. Mit dem spiele ich ja immer so grob Sachen. So. Ich habe ihn nie selbst gesehen. Doch ich hörte Geschichten von hier bis Kentucky. Ein deutscher Söldner, Hessen nennt man sie hier, kämpfte in der Schlacht, als eine Kanonenkugel ihm den Kopf abschlug. Sein ganzes Bataillon starb und die Schlacht ging verloren. Doch dieser eine starb nicht. Seitdem wandelt er rastlos zu Pferde über das Schlachtfeld und sucht seinen Kopf, jagt Unschuldige, wenn er sie sieht, um sich ihre Köpfe aufzusetzen. Nun trägt er einen Kürbis als Haupt. Bis er findet, wonach er sucht. Wie gesagt, ich sah ihn nicht selbst, doch ich sah die Leichen, die er hinterlässt, kopflos und grotesk. Gott erbarme sich ihrer. Das die Markierung hier sein jetzt, ne? Können wir uns so hier hin? Da können wir schnell reisen. Wunderbar. Jo, bis dann. Und danke fürs dabei sein. Und dir noch einen schönen Abend dann. So. Schauen wir mal den kopflosen Reiter. Die in jedem Camp das gleiche erzählt hätten? Oder heißt das wirklich noch drei Missionen, die wir machen müssen? Die gibt's wirklich. Ich kriege keine Information, wer es wirklich war, okay. Ich fand den kopflosen Reiter. Es stimmt, dass er seinen Opfern die Köpfe abschneidet. Er selbst ist jedoch aus Fleisch und Blut und kein Gespenst. Woher weißt du das, Connor? Hast du nachgeschaut? War das die letzte Mission? Oh, guck mal an, es war die letzte von denen zumindest. Wir haben noch diese Kuriermission, die müssen wir auch noch machen. Und wir müssen noch die Feder da unten machen. Aber sonst sind wir hier, glaube ich, durch. Außer jetzt kommt doch noch mal Mission. Weil er noch nicht alles abgearbeitet hat gerade. Ich meine, es könnte einige Kuriermissionen geben.
Zählt das eigentlich zu den Gesamtfortschritt? Ja, ne? Ja, wir sind schon bei 30%. Hier kann man ja sehen, wie viele Missionen es gibt, stimmt. Und jetzt Kacke gebaut. Ich bin Mitglied bei den Schlägern von Boston, wie das denn? Ich glaube, das ist einfach, weil ich noch keine der Missionen machen kann oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aufgaben der Jagdgesellschaft auch noch nicht erledigt, ne? Achso, ich bin einfach nur Mitglied geworden. Okay, das wird okay. Die Jagdgesellschaft hat auch noch Aufträge für mich. Und die Abenteurer auch noch. Interessant. Okay. Da sind wir gleich da. Miau. Also ich muss das hier erst annehmen und dann kann ich dann weiter, oder was? Nö. Ah, jetzt habe ich die Kuriermission, okay. Der redet gar nicht mit mir? Achso, ich muss einfach nur die Briefe überbringen, okay. Oh mein Gott, ich dachte, das würde wenigstens mit Gesprächen sein, aber wir müssen... Oh mein Gott. Das ist traurig, oder? Wir laufen nur hin und die sagen Danke. Kein Zeitlimit, kein gar nichts, kein Parcours, gar nichts. Ich dachte, das wäre anders gewesen, aber scheinbar ist das nicht so. Oh mein Gott. Das hatte ich tatsächlich ein bisschen anders in Erinnerung, aber... Thank you.
Na, bitte sehr. Wenn es weiter nichts ist, wa? Wenn es weiter nichts ist, dann ist das halt so. Ob es noch einen Brief im Grenzland 2 gibt? Vermute ich nicht, ne? Dann haben wir das Grenzland wenigstens bald durch, hoffe ich. Weil, naja gut, wenn wir weiter Fortschritte machen, dann werden wir wohl nochmal Abenteurer und Jagddinger bekommen. Aber wir sind so weit durch, dass wir... So weit, wie wir halt machen können, ne, bisher. Ohne jetzt Karten kaufen zu müssen. Natürlich auch noch Karten kaufen, dann können wir noch die ganzen Federn machen. Ich überlege, ob ich das machen soll. Und die Klunkerkarte halt vielleicht, ne? Weil die Klunkerkarte würde mir halt Klunker für alles anzeigen, ne? Für alle Karten, glaube ich. Das ist eine Karte für alle. Das ist ein bisschen blöd ist dann. Danke. Nö. Es gibt keine weiteren Briefe mehr dann. Okay. Das heißt, das Einzige, was uns gerade wirklich fehlt, ist das hier noch. Aber ich könnte mal gucken, ob ich in den Laden gehe. Bevor wir dann dahin gehen. Und da können wir endlich zur Homestead wieder zurück. Mal gucken, was wir da so alles machen können. Ich meine, wir können mit dem Klunker, glaube ich, wieder eine neue Klunker-Mission machen. Und wir können vielleicht auch mal gucken, dass wir unser Schiff upgraden und ein paar Schiff-Missionen machen. Und dann nach Boston. Und dann Boston erkunden. Und dann endlich Hauptgeschichte weiter. Aber, und das muss man halt auch sagen, wir haben dort schon sehr, sehr viel Nebenzeug erledigt danach, ne? Darf man auch nicht vernachlässigen, wir haben da einfach schon sehr viel vom Spiel erledigt. Was kann ich für euch tun, Benny? Ach, kaufen wollte ich, genau. Oh, wir können auch eine Montur kaufen, die wir vorher nicht kaufen konnten. Die Boston-Montur sieht natürlich auch gar nicht schlecht aus. Oh, die Etsy-Montur. Die haben sie aber, das stimmt, das haben sie das Remaster hinzugefügt, genau. Jetzt angezogen? Tatsächlich. Will ihn nicht anziehen. Karten. Hier wird mal übrigens eh gespoilert. Meine Frage ist nur, von welche davon brauche ich noch? Das ist meine Frage, die ich für mich habe. Weil einige der Federn habe ich doch schon komplett. Kann man sehen, wie viele Federn ich in den Gebieten jeweils habe? Das ist nur für Jagd, ne? Ah. Ah, guck mal an. Black Creek und Diamond Basin fehlt mir noch was auf jeden Fall.
Lexington gibt's noch eine. Und in Monmouth. Okay. Black Creek, Diamond Basin und Pakanak. Haben wir die eine Feder haben wir noch nicht geholt, ne? Kann sein, dass das eine der Feder ist, die ich schon habe. Das ist Scotch Plains, ist das hier. Okay. Da fehlt uns dann aber immer noch eine. Okay, ich kaufe erstmal Diamond Basin Black Creek. Was ist heute euer Wunsch? Die können wir auch kaufen, die fehlt uns auch. Ah, Black Creek ist hier gar nicht dabei, lustigerweise. Kann es sein, dass das nur die Karten sind, die ich noch brauche? Außer halt die Black Creek Sachen, die fehlen mir noch. Black Creek war hier oben, aber nee, das... Ist das nicht das Black Creek gewesen hier oben? Doch. Und die haben wir jetzt scheinbar auch. Na gut. Ja gut, die hier unten holen wir uns direkt. Dann haben wir die Federn noch eben fertig. Dann haben wir die Federn schon mal durch. Das müssten alle Federn sein, die es im Spiel gibt. Ich glaube, die gibt es nur im Grenzland, die Federn. Da war das erste Ding schon auf 100%, Leute. Es geht doch langsam los hier. Wollte gerade sagen. Halt dich da mal bitte fest. So, da haben wir die Feder hier geholt. Feder da oben, ne? Das wird ein Spaß, die zu holen, die beiden. Dann gehen wir nochmal hier hin und dann gehen wir erst hier hin und dann gehen wir da hin. Und dann teleportieren wir uns gleich hier hin, dann holen wir die beiden. Die da oben ist spaßig scheinbar, weil da war ich glaube ich noch nicht. Interessant. Wenn ich schnell pausieren. Und nur kurz Liquid nachfüllen. Ich wollte jetzt nicht angegriffen werden, deswegen. So. Ne, das war schon richtig mit der Kurve, die sich bewegt hat. Die hat sich nur aufgestellt. Aber sowas finde ich übrigens auch bei Tears of the Kingdom gut. Tears of the Kingdom gut, bei Zelda allgemein, dass man sich Karten kaufen kann, um Sachen zu finden. Und es gibt ja nichts einzigartig Sammelbares, oder? Der Krogsamen, doch. Krogsamen-Karten, das wäre doch was Geiles, oder? Wenn man die kaufen kann im Spiel. Da müsste man sich nicht so schlecht fühlen, weil man eine Karte im Internet nutzt. Kann man einfach im Spiel eine Karte kaufen mit allen Krogsamen oder mit Krogsamen einer Region und so. Plus eine Anzeige, wie viel Krogsamen jeder Region man hat und so. Muss man schon ehrlicherweise sagen, das wäre schon cooler. Na Nintendo, vielleicht eine Idee für den nächsten Teil, ne? Ich verkaufe euch die Idee für 5000 Euro. Meine Kontodaten sind 666 666 666 666. Bitte schnell überweisen, danke.
Ja, Oma. So. Ich fühle das ganz schön tief. Lauf doch erstmal vorbei. Ihr mit eurer Trommel. Brumm, bam, 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 bam. Brumm, bam, 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 bam. Crazy Frog. Natürlich laufen sie nicht vorbei, sondern drehen um. Auch alle. Na komm schon. Geht doch. Okay, dann nach Norden hier. Das ist dann auch schon fast die letzte Feder. Das haben die Luchse nicht hinbekommen, wa? Ja, Mann. Was ist hier in so einer Höhle? Ah. War ich sogar in der Höhle drin? Ich bin mir unsicher. Doch, in der Höhle war ich drin. Aber hier kann man ja nicht weiter. Scheinbar noch einen anderen Weg. Aber obendrauf, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist so weit da unten, das ist ganz weird. Vielleicht gibt es hier eine Höhle oder so. Da
Aber warum ist der Vogelfeder in der Höhle? Ja, tatsächlich. Die hätte ich niemals random gefunden. Interessant. Na gut. War das nicht das Ding, wo das Schiff davor war? Kann sein, dass das auf dem Schiff dann ist. Ja, da ist ein Schiff davor, aber nee, nee. So weit ist die Feder nicht weg. Was mir dann noch einfiel, weil ja vorhin das Thema war, dass Origins ja gar nicht so schlecht ist. Also damals, ich kann nur aus Forendiskussionen berichten, als immer wieder Leute kamen mit Ägypten, 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 Ägypten. Und immer wieder die Leute gesagt haben, also so viele Leute kamen da eigentlich auch gar nicht an, die das quasi gesagt haben. Aber es war immer Konsens quasi in den Foren, nee, Ägypten ist nicht gut, weil das ist vor den Assassinen. Das fiel mir noch zu Origins gerade ein. Ich habe gerade wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, was ich damals alles in Foren besprochen habe über diese Spiele. Ach, wie viel besser teilweise die Fanfiction war, als das, was wir dann am Ende bekommen haben. So, die letzte Feder. Wir müssen hier hochklettern. So, damit haben wir alle Federn. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt was bekommen. Ich nehme stark an, dass es bei uns zu Hause ist, oder? Hier oben. Nee. Irgendwo kann man, glaube ich, dann die Federn abgeben. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Vielleicht ist es auch ein Homestead gewesen. Ha, wir müssen auf jeden Fall noch mal einmal in den Laden dann. Wir müssen noch die Truhen, das mit den Truhen machen. Aber meine lieben Freunde, die Truhen dann im nächsten Part und dann Homestead. Und bis dahin haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Quad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.